Grüß Gott und herzlich willkommen in einer neuen Mürztal Aktuellwoche. Sportlich hat sich am Wochenende einiges getan. Nach dem sensationellen 3:0-Sieg der Kapfenberger Falken am Freitag gegen Tabellenführer Altach behauptete Union Juri Leoben im Handball mit einem 39:29-Sieg über Köflach-Bernbach die klare Nummer 1 in der Steiermark. Nicht so gut lief es für die ECE Pulsbruck einen Stock tiefer. Gottwald und Co. verloren gegen Trofeiach mit 22:25. Und im Eishockey gab es einen 3:2 Erfolg in der Verlängerung für die Kapfenberger ECE Puls gegen die Salzburg Oilers. Weg vom Sport zur Kultur. Bereits zum 8. Mal wird heuer zur internationalen Keramikbiennale ins Kapfenberger Kulturzentrum geladen. Noch bis zum 10. November können Kunstbegeisterte die außergewöhnlichen Arbeiten von internationalen und heimischen Künstlern bewundern. Die Begeisterung für den Werkstoff Ton haben die Künstler aus aller Herren Länder gemeinsam. Darüber hinaus haben sie sehr individuell das diesjährige Motto Zeichen und Wunder für sich interpretiert. Nein, wir haben seit heuer eine neue Kuratorin, die Frau Magister Gruber-Giesler. Und die hat sich natürlich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und dadurch, dass wir auch neue Kategorien im heurigen Jahr haben, wir haben erstmalig Porzellan dabei unter der Kategorie Weißes Gold. Dann gibt es Kategorie Lebenswerk und die Kategorie Neue Wilde. Die Keramikbiennale ist ja immer wieder auch Garant dafür, dass ganz viele internationale Künstler dabei sind. Wie viele Anmeldungen hat es heuer gegeben? Wir haben über 400 Anmeldungen gehabt. Erstmalig haben wir es im heurigen Jahr so gemacht, dass es online war. Es hat natürlich am Anfang ein bisschen Probleme gegeben, aber dann am Schluss hat alles gepasst. Und es wurden von diesen 400 Künstlern wurden 79 ausgewählt, dass sie ihre Werke nach Kapfenberg schicken. Unter den Preisträgern findet sich auch ein Österreicher, der mit seiner Arbeit der Menschheit ein Denkmal setzen will. Ja genau, ein Preisträger. Der Preis wurde gespendet vom Wirtschafts- und Tourismusverband der Stadt Kapfenberg. Das ist der Martin Kunze und das ist ein Österreicher. Die beiden anderen Preise, die vom Land Steiermark und von der Stadt Kapfenberg gespendet worden sind, sind einmal nach Japan gegangen und das andere nach Taiwan. Jetzt sind die Kunstwerke ja hier einige Zeit ausgestellt. Was passiert mit den Kunstwerken danach? Kann man die auch, wenn es einem ganz gut gefällt, käuflich erwerben? Die Kunstwerke sind teilweise käuflich zu erwerben. Da muss man sich dann mit dem Künstler direkt in Verbindung setzen. Natürlich, jeder Künstler würde sich natürlich freuen, wenn er auch sein Kunstwerk verkaufen kann. Die Keramikbiennale in Kapfenberg ist einzigartig in Österreich und hat sich auch international einen Namen gemacht. Das internationale Echo ist sehr, sehr groß und es zeigt, das hat man auch bei der Vernissage zum Beispiel gesehen, letzten Freitag. Wir haben über 40 Künstler aus 14 Ländern in Kapfenberg gehabt. Die sind auch teilweise einen Tag vorher angereist oder erst am Sonntag wieder zurückgereist und denen hat die Stadt Kapfenberg sehr, sehr gut gefallen. Neben internationalen und vielen heimischen Gästen lockt die Keramikbiennale auch jedes Jahr viele Schulklassen an. Auf drei Ebenen kann man die zum Teil außergewöhnlichen Kunstwerke bewundern. Die 8. Internationale Keramikbiennale in Kapfenberg. Eine Ausstellung mit Herz, Hirn und Wow-Effekt. Eine tolle Idee hatten 4 Mitarbeiterinnen des LKH Bruck an der Mur. Sie organisierten eine Ausstellung mit ihren Bildern und stellten gleichzeitig 8 Objekte für eine Versteigerung zur Verfügung. Der Reinerlös dieser Versteigerung ging an den Verein Victory. Eine tolle Idee hatten Mitarbeiter des Landeskrankenhauses Bruck an der Mur, die auch künstlerisch tätig sind. Im Zuge einer Vernissage stellten die 4 Künstlerinnen Christa Kohlbacher, Iris Spies, Manuela Raffer und Anita Klammer Bilder zur Verfügung, die von den Besuchern in Form einer amerikanischen Versteigerung ergattert werden konnten. Und das Mitmachen der Künstler hatte tieferen Sinn. Ja, zum Ersten bin ich im Krankenhaus beschäftigt. Da hat man natürlich immer wieder mit diesem Thema zu tun. Und es ist der Gedanke des Helfens, den jeder auf seine Art und Weise, sagen wir, jeder tut sein Bestes. Und in meinem Fall ist es das Malen. Hintergründe könnten auch Landschaften sein, wie im Fall von Manuela Raffer, Kärnten und der Wörthersee. Das war die Inspiration. Ansonsten ist es so, ich war sehr krank, habe dann im Rahmen einer Therapie zu malen begonnen und danach hat sich das so entwickelt, dass ich einfach eine Harmonie in Wohnräumen und Arbeitsräumen schaffen möchte mit meinen Bildern. Der Reinerlös der Versteigerung floss Victory zu.
Victory gibt es seit 19 Jahren. Wir haben uns 1994 gegründet und das ist eine Krebs-Selbsthilfegruppe und wird in der Region sehr gut angenommen. Und ja, wir sind sehr dankbar, dass wir heute hier sein dürfen. Und dass Sie hier waren, ist schon sowas wie Tradition. Wir hatten genau vor 10 Jahren hier in diesem Haus eine Benefizveranstaltung mit einem Tiffany-Künstler. Das ist eigenartig, weil es genau vor 10 Jahren war. Also es kommt schon vor, aber wir sind natürlich sehr stolz, dass die 4 Künstler sich uns ausgesucht haben, dass wir das Geld bekommen und wir können es sehr gut gebrauchen, weil unser Verein sich ausschließlich durch Spenden, Mitgliedsbeiträgen und solchen Veranstaltungen wie heute finanziert. Hereingekommen sind an diesem Abend immerhin 1.245 Euro. Die der Verein sofort überreicht bekam und der Dank gilt den Künstlerinnen, dem LKH Bruck und allen, die mit an der Versteigerung teilgenommen haben. Natürlich sagen wir herzlichen Dank erstens einmal an das Haus, dass wir heute hier eingeladen wurden, an die 4 hervorragenden Künstler, dass sie sich uns ausgesucht haben. Ja, ich kann nur sagen, herzlichen Dank. Es wird früher finster, das haben wir alle bereits bemerkt, aber nicht nur wir. Auch für Einbrecher kommt jetzt wieder die Hochsaison. Die sogenannten Dämmerungseinbrüche nehmen wieder zu. Die Horrormeldungen der letzten Wochen lassen den Schluss zu, dass die Exekutive eigentlich schon selbst beschützt werden sollte. Dennoch ist man bei der Polizei stets bereit, für den Schutz anderer da zu sein. Gerade in letzter Zeit hat die Kriminalität wieder zugenommen. Es ist so, dass wir jetzt wieder in eine Jahreszeit kommen, wo die Dämmerungseinbrüche steigen. Das heißt, die dunklere Jahreszeit, der Tag geht früher zur Neige und es ist erforderlich, sich selbst zu schützen. Wie kann man das machen? Die Steirische Exekutive bzw. die Exekutive Österreich bietet im Rahmen der kostenlosen Beratung über das Bezirkspolizeikommando eben Beratungen an. Jeder Bürger kann sich an die Exekutive wenden. Speziell geschulte Präventionsbeamte gehen dann in die eigenen Haushalte und bieten Verbesserungsmöglichkeiten zum Schutz des Eigentums an. Strafen ist notwendig. Aber vieles könnte im Vorfeld vermieden werden, wenn man entsprechende Präventivmaßnahmen ergreift. Eine neue Art einzubrechen hat sich breit gemacht. Der Täter nützt die Dunkelheit bzw. die Dämmerung. Da fühlt er sich nicht beobachtet. Aus diesem Grund geben wir die Empfehlung hinaus, bitte schalten Sie mit Zeitschaltuhren Geräusche, dass ein Fernseher angeht, ein Radio angeht oder dass diverse Lampen in unterschiedlichen Abständen mit Zeitschaltuhren angehen. Täter meiden das Licht, sie wollen nicht beobachtet werden. Und im Herbst ist es eben so, dass wir ab 16, 17 Uhr bereits eine Dunkelheit verspüren. Viele sind noch im Beruf tätig und das Haus, die Wohnung klingt als verlassen. Das nützen manche Täter, um in das Objekt zu gelangen und sich am Eigentum anderer zu vergreifen. Am Montag war es am Vormittag noch trüb mit etwas Regen. Am Nachmittag gab es eine leichte Wetterbesserung. Es regnete nur mehr selten, Sonne gab es aber trotzdem nur sporadisch. Der Dienstag zeigt sich etwas freundlicher. Tagsüber gibt es häufig Sonnenschein, gegen Abend nimmt aber die Bewölkung wieder von Süden her zu. Das Ganze bei Höchstwerten von bis zu 19 Grad. Aber die nächsten Tage, die haben es dann in sich. Ich sage nur so viel, Sie sollten langsam aber sicher die Winterreifen an Ihrem Fahrzeug montieren. Mit diesem gut gemeinten Tipp danke ich fürs Zusehen und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.